can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Wetter ist mal wieder richtig geil. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen weiter gebastelt, aber komplett bin ich noch nicht fertig geworden. Leider, weil Holz war leer. Ich musste erstmal eine Runde Holz sammeln gehen. Deswegen auch gerade den uralten unten am Start. Joa, aber viel fehlt nicht mehr. Ein so ein Rundholzbalken muss ich hier noch hochziehen. Beziehungsweise eventuell noch einen zweiten. Ja, wahrscheinlich genau hier, wo dieser Querbalken kommt. Und dann haben wir das Dach so langsam finito. Wenn das geschafft ist, mal gucken, ob ich vielleicht heute noch dazu komme. Dann machen wir uns in den nächsten Folgen definitiv hier mal an die beiden Eingänge ran. Wie gesagt, die Eingänge, die zweite Etage, Inneneinrichtung, machen wir alles wieder zusammen. Aber das Dach ist wirklich so eine monotone, langweilige Kackarbeit. Das wollte ich euch nicht antun. So. Ach, und wir müssen unbedingt. Also, ich habe mich dazu entschieden, dass wir hier oben dann noch weitermachen mit Lager. Weil ich möchte sowieso hier drüben in dem Gebäude, in unserem neuen, dann unsere Schlafstube machen. Schlafstube? Ja, klang irgendwie komisch, das Wort. Ja, ich möchte dort die Schlafstube... Oh Mann, was ist das für ein Wort? Schlafstube machen. Mensch, Schlafzimmer, wie auch immer. So, und deswegen haben wir dann hier oben Platz, um definitiv hier noch ein bisschen Lagerraum zu schaffen. Weil ihr seht es ja selber schon, gefühlt seit 300 Folgen ist hier alles... Na gut, wir sind noch nicht mal bei 300 Folgen, aber ihr wisst schon, ist hier irgendwie alles ganz schön voll und das nervt mich an. Jetzt lasst uns mal kurz das Inventar leeren, denn wir gehen heute in den Sumpf. Wir müssen in den Sumpf, anders geht's nicht, weil wir brauchen unbedingt Eisen. Ja, ich möchte, wie gesagt, schon letzte Folge, habe ich es ja erwähnt, mit euch die Eisenspitzhacke hochkriegen. Und zum Verbessern dieser ganzen schön gepolsterten Rüstung haben wir ja auch noch Eisen gebraucht. Leidenswirren sollte schon langsam passen, wir können aber gleich mal noch. Warte mal, hier haben wir Flaxi Maxi. Mal noch ein bisschen Flachs reinhauen. Ach, 40 passen da sogar rein, okay. Wir machen hier mal 20 rein, hier drüben noch 19. Oder 9, ja, leicht verrechnet. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß schon wieder, es ist alles voll, wirklich, es ist... Ah, guck mal, hier ist der sumpfige Schlüssel. Gut, dass wir reingeguckt haben. Ja, dann muss ich es erstmal hier mit reinpacken. Also, wir haben ein bisschen Edelholz, nicht viel. Und Holz habe ich wieder die Stapel gebaut vorne, also das habe ich hier nicht in die Kiste geschmissen. Wir müssen jetzt hier erstmal Stein reinhauen, weil Steintruhe ist voll, Samentruhe ist voll. Edelholz haben wir hier noch was. Komm, dann packen wir hier die Holzreste noch mit rein. Hier haben wir auch noch Wurzeln. Oh ja, ich muss unbedingt mehr Truhen schaffen. Mehr Platz schaffen. Und das auch alles mal wieder sortieren. So, den Schlüssel am Start. Pilze, Honig kann auch weg. Brauchen wir nicht mehr. Habe ich nur zum Bauen benutzt. Und das Harz können wir auch noch fix wegpacken. Lass mal gucken. Hier oben waren 50. Ja, Harz wird auch langsam eklig. Ich werde demnächst... Ich hatte auch einen Kommentar dazu und ich hatte das eh schon geplant mit euch. Die Fackeln hier langsam mal wegreißen und das mit irgendwelchen dauerhaft leuchtenden Gegenständen machen. Wie zum Beispiel gelber Pilz oder sowas. Aber dafür brauchen wir ja die Objektständer. Und dafür brauchen wir Bronze. Na, ein bisschen was haben wir noch. Also Kupfer und Bronze, ihr wisst schon. So, also, gut, wir müssen mal gucken, lebensmitteltechnisch. Zack, 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 wir hauen jetzt hier einfach die guten Sachen rein. Ich bin heute mal verschwenderisch. Wir müssen mal gucken, wir hatten hier vorne noch zwei Brote. War sogar auf Anhieb die richtige Kiste, ich bin stolz auf mich. Perfekt, so, und dann brauchen wir noch Holz. Wir brauchen noch 10 Holz, weil ich würde ganz gerne das Portal im Sumpf mal mitnehmen, dass wir das in die Nähe von so einer Krypta packen, weil sonst macht das alles gar keinen Sinn, dass wir jedes Mal so weit hin und her laufen müssen. So, 10 Stück. Was sagt der Ausgeruht-Faktor? 17,5 Minuten ist okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt unbedingt Knochenwanst holen wollen. Manchmal wäre es schon geil im Gebirge, aber ich möchte mit euch jetzt auch, ehrlich gesagt, im Gebirge, im Sumpf, mit euch keine Zeit mehr verschwenden. Scheiß drauf. Komm, wir gehen jetzt einfach ein bisschen Eisen sammeln. Diesmal haben wir auch eine Axt mit. Wenn die Monstrosität kommt, das passt doch alles. So, jetzt müssen wir hier nämlich erstmal eine Werkbank zimmern. Stell doch hin. Bam. Das Ding hieß Knochenwann. Ja, merke ich mir. Zack, die Werkbank auch.
Ja gut, die Truhe lassen wir erstmal da stehen. Also die Gegner sind schon echt krass. Also nicht krass, aber es sind einfach krass viele. Haut ab, ich möchte nicht mit euch. Guck mal, die hier war doch noch komplett neu, ne? Ne, die war nicht neu. Jetzt müssen wir mal gucken, hier drüben. Achso, wir waren hier viel weiter links, ne? Ja, komm, wir rennen mal hier rüber. Aua, schön in den Arsch, mein Freund. Ich weiß gar nicht, innerein könnten wir an sich auch mal wieder welche holen, oder nicht? Ich glaube, wir hatten noch recht viele. Aber die Würste können wir definitiv in Zukunft auch noch benutzen. So, hier ist auch nichts mehr. Wir haben hier drüben Krypta neu. Komm, wir rennen mal da. Wohl, warte mal, die hier. Haben wir die schon? Ne, die ist neu. Ach, und eine Monstrosität. Ja, dann müssen wir erstmal fighten, was soll's. Ach, guck mal, die braucht halt auch schön lange, um rauszukommen, ne? Kannst du der eigentlich schon, wenn du triffst? 13 Schaden, okay. Wir müssen halt wieder perfekt blocken, ne? Jawohl. Und dann zack. So klappt's doch. Und jawohl. Ja, easy. Also mit Axt und perfekt blocken sind die ja wirklich mal ganz entspannt. Müssen wir bloß mal gucken wegen den ganzen anderen Viechern hier. So, das war's schon. Wow, ich glaube, so schnell haben wir noch nie eine Monstrosität besiegt. Jetzt müssen wir noch mal gucken, wie viele Wurzeln hier rauskommen. Wir haben jetzt wieder 5 Stück. Ich hatte ja den Kommentar, ich habe das letzte Mal welche übersehen. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht wo. Sind das doch jedes Mal nur 5? Wir würden es ja auch funkeln sehen, also... Ich glaube, es sind nur 5. Hast du mich angelogen, Freundchen? Nee, weiß ich nicht, aber eigentlich sind es ja immer... Also ist es ja immer dieselbe Anzahl, oder? Aber ich sehe auf jeden Fall nirgendwo welche. Was soll's, 5 sind auch okay. Wir werden ja noch genug von den Viechern treffen, definitiv. Die kommen ja hier sehr, sehr oft. Dann können wir uns die Rüstung voll machen und das geht dann definitiv schön an einen Rüstungsständer dran. In unserem neuen Gebäude. Geil, One-Hit-Wonder. Und das erste Eisen, schön. Ja, es wird wirklich Zeit. Eisenspitzhacke muss unbedingt hoch. Ich sag mal, mit der Rüstung drängt jetzt erstmal nicht so dolle. Aber früher oder später hätte ich es natürlich auch gerne, Max. Aber wir brauchen halt einfach so oft zur Zeit die Eisenspitzhacke für die Teergruben und alles. Und das wäre schon schöner, wenn die einfach ein bisschen robuster wird. Ich glaube, hier ist ein Spawner. Komm, wir gehen erstmal rein. Ja, wir machen den kaputt. Ich habe überlegt, wegen Aufheben, um halt immer mal innerein zu farmen, aber wir müssen einfach mal wieder so ein Twerker-Dorf finden, weil das ist echt praktischer. Kannst du halt direkt... Kein Platz im Inventar, dein Ernst? Ja gut, okay, wir brauchen keinen Knochen. Ja, so ein Twerker-Dorf wäre natürlich noch um einiges geiler, weil kannst halt direkt ein Portal daneben stellen. Und halt immer mal rüber machen. Oh komm, lass hier Eisen drin sein. Ach, Manno. Ne, die Bernsteine würde ich schon gerne mitnehmen. Mir krabbelt schon wieder alles. So, hier, zack, raus damit. Bam. Was mir aufgefallen ist, wir haben echt verdammt lange diesen Trogger-Reif nicht mehr. Hieß der Trogger-Reif? Ich glaube. Na gerne, also dieser Reif, ne, zwecks Licht. Eigentlich habe ich das Ding ja so dolle gefeiert, dass wir es endlich haben. Dann ja aber leider festgestellt, dass wir uns nur entscheiden können zwischen entweder Helm oder dieser Reif. Und das fand ich halt ein bisschen kacke und jetzt haben wir den Ewigkeiten nicht mehr. Wäre halt gerade auch hier so relativ schön gewesen. Aber naja, Helm ist halt wichtiger, also
Ich denke dann wieder nicht dran. Ihr kennt mich doch. Dann renne ich in die Ebenen, hab dort einen Mega-Fight, sterbe und stelle dann erst im Nachhinein fest, dass ich nur diesen Reif am Kopf hatte. Hier ist nichts zum Kaputtmachen, ne? Nee. Aber hey, 11 Eisen sind schon wieder am Start. Geht schon mal gar nicht so schlecht los. Muss mal schauen, wenn ich jetzt noch 3 so eine Rundholzbalken für das Gebäude basteln muss, was ich wahrscheinlich denke, weil der eine fehlt ja eh noch, aber ich glaube, ich muss noch 2 dahinter setzen, sonst wird das statisch nicht halten. Und ich habe pro Balken jeweils 2 so eine Dinger gesetzt, also brauche ich 6 verstärkte Holzteile. Und die kosten jeweils 1, ne? Gut, also brauchen wir da effektiv erstmal nur 6 Eisen für. Die Sache ist natürlich... So, die Sache ist natürlich, Entschuldigung, kurzen Faden verloren, dass wir noch einen Abzug basteln müssen für die Feuerstelle. Und der wird halt ein Stück höher als das Haus selber. Das heißt, da muss ich definitiv noch mit verstärkten Holzeisenbalken arbeiten, weil sonst höher kommen wir einfach nicht. Da oben ist wirklich alles schon am dunkelsten Rot, was du dir vorstellen kannst. Aber wir kriegen hier ordentlich Eisen raus. Sind schon mal fast bei 20. Perfekt. Jetzt können wir nämlich auch gleich das Portal aufstellen, hauen das einfach fix in die Schmelzöfen und gehen hier weiter suchen. Will bloß nochmal gucken, aber Eisen bleibt nicht mehr liegen. Nee, passt, weil wir haben noch ein bisschen Gewicht. Gut, hier ist nichts mehr. Der Rest kann liegen bleiben. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also haben wir jetzt hier drüben das Ding noch. Nee, auch nicht. Aber ich höre doch noch Gegner. Ich höre doch noch welche. Aber hier kommen wir ja nicht durch. Hier geht's auch baden. Hier kommen wir nicht durch. Warte mal. Irgendwo war gerade noch. Hier geht's doch auch nicht durch. Hä? Kommt da doch noch was dahinter? Ah, Tatsache, ey, das war noch nie so. Aua. Er ist aber auch fies, ne? Kommt erstmal hier rüber, Freunde. Das war doch noch nie so, deswegen bin ich da auch nie reingegangen. Wir jedes Mal hingeschwommen sind und dann war einfach leer dahinter. Aber anscheinend sollten wir in Zukunft doch nochmal gucken. Boah, guck mal, sogar Kisten. Och Gott, vielleicht habe ich jetzt... Ach, schade. Da will ich gar nicht wissen, was ich vielleicht schon in den allen anderen Krypten vergessen habe oder übersehen habe, weil ich immer dachte, hier geht's nicht weiter. Verwitterter Knochen... Dann wird es ja noch richtig groß hier. Ach, und wieder Gürtel. So. Das sieht aus wie ein Raum, wo noch eine Kiste stehen könnte. Drückt mal die Daumen. Nochmal 20 Eisen. Da wäre ich echt happy. Ja, da ist eine Kiste. Ach, guck mal. Sogar so ein... Obwohl, das leuchtet nicht. Ich glaube, es ist nicht zum Markieren, oder? Doch. Gut, den kennen wir schon. Nimmt er die mit? Nimmt er mit? Rubinen wird er nicht mehr mitnehmen. Schade, da müssen die Steine leider weg. Achso, wir könnten vielleicht auch den Spawner mal kaputt machen. Und komm, drück die Daumen, Eisen! Ach, Manno. Immer nur Zeug, wo ich keinen Platz mehr für habe. Aber hier geht's immer noch weiter. Geil. Kommen wir doch bestimmt mit ein bisschen Glück auf 30 Eisen. Spitzhacke schon wieder zur Hälfte kaputt. Die muss auf jeden Fall nach oben. Was liegt denn hier noch? Achso, mein Stein. Es scheint immer noch weiter zu gehen hier dahinter, weil ich höre schon wieder die nächsten. Sag mal, springt ja noch mal Eisen bei rum. Das halbe Ding eingekloppt. 2 Eisen bekommen. Und noch eine Kiste, jawohl. Und noch mehr Eisenhaufen. Ach, schön. Aber hier richtig mies auf Falle gemacht, ne? Ach so, ich habe kein Schild. Daran könnte es liegen. Komm schon, Eisen, Eisen, Eisen! Ach Mann, also Kette ist auch gut. Aber wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz. Was nehmen wir? Einen Clipper brauchen wir noch für den Twogger Fangzahn. Den wollen wir demnächst auch noch in die Höhe schießen lassen. Hm. Eigentlich können wir nur die 10 Holz wegwerfen.
Also wahrscheinlich können wir auch Bernsteinzeug weghauen, weil wir haben so viel Münzen, aber es ist einfach zu wertvoll. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber man kann ja keine Edelsteine wegwerfen. Wir hätten das Holz zwar besser gebrauchen können, aber egal. Jetzt lass mich hier einfach auf 30 Eisen kommen, dann bin ich happy. Komm schon. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin mit dem Haufen drüben noch. Und vor allem haben wir wieder eine Menge an gelben Pilzen. Na, triff doch. Ich glaube, mit den Dingern können wir uns eh bewerfen. Aber ich möchte ja in Zukunft daraus Lampen bauen. Guck mal, Bernsteinperle haben wir noch. Hier auch noch ein paar. Her damit. So, 25. Ich habe echt so Bock mit euch, endlich dieses Haus einzurichten. Wir müssen dort wirklich den Ausgeruht-Skill so hoch wie möglich kriegen. Kann sein, dass wir ein paar Mal was bauen und wieder abreißen und so. Ich kann mir Sachen halt sehr schwer vorstellen. Also meine Vorstellungskraft ist halt wirklich sehr, sehr minimal. Sagen wir es mal so. Ich muss Sachen halt immer erst vor mir sehen und kann dann irgendwie sagen, ob ich es cool finde oder nicht. So, jetzt ist es doch Zeit, Edelsteine wegzuwerfen. Tut mir leid, aber echt jetzt? Och nö. Aber wir sind bei 32 Eisen. Aber die ist auch noch nicht fertig. Wir können die mal noch nicht fertig. Mal noch markieren. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich möchte eigentlich gar nichts anderes wegwerfen. Ich würde sagen, wir hauen einfach nochmal hier die zwei Eisen. Ein Eisen rein. Und gut ist. So, wieder raus hier. Ach, da lag auch noch was. Aber geil, wir haben das Portal jetzt hier im Inventar. Guck mal, man muss gar nicht E drücken, man muss nur ranlaufen. Ach, ich bin so bescheuert. Ich bin einfach so dumm. Ja, wirf die 10 Holz weg. Damit du dann keine Werkbank mehr bauen kannst. Ach, Menno. Wie doof. Zum Glück sind sie noch da. Ja, gut, dann müssen wir jetzt hier halt mal die Bernsteinperlen reinpacken. Wir holen die uns später noch ab. Och nö, jetzt lass mich doch hier nicht so. Och nö, wir müssen vor allem auch schwimmen. Das wird so nix. Was macht man? Wir brauchen alles, was schwer. Na gut, hier das Zeug. Ah, es reicht immer noch nicht. Die Pilze reicht immer noch nicht. Die Kette. Innereien, Klipper, Wurzeln. Ich kann alles reinhauen, es reicht einfach nicht. Ah nein, jetzt ist das Ding voll. Was wiegt denn das? 1,5 Kilo. Reicht immer noch nicht. Jetzt reicht's. Wahnsinn. Wie sind wir ohne diesen Gürtel ausgekommen? Ganz ehrlich, das muss ja ein richtiger Krampf gewesen sein. Und wieder raus hier. So, Portal bauen, nach Hause, Inventar leeren. Ich hoffe nur, die lassen das hier in Ruhe. Knochenwann, verbinde dich. Wie leer das Inventar ist. Ja gut, okay, das Edelholz und alles. Guck mal, das sind fast 80 Kilo, was nur Werkbank und Portal kostet, ne? Ist schon nicht ohne. Kohle haben wir auf jeden Fall noch in den Schmelzöfen drin und wir haben noch welches hier vor den Kohlenmeilern liegen. Also an Kohleknappheit sollten wir nicht verenden. So, zack, hier, komm rein damit. Dann gehen wir gleich eine Runde pennen. Wir hauen jetzt nochmal Kohle rein, gehen eine Runde schlafen, dann ist das Zeug hier fertig. Und dann gucken wir mal, was wir noch Schönes machen. Hier draußen ist schon wieder Krieg zwischen Hirschen und irgendwelchen anderen Viechern. So, sehr schön. Komm, schlafen gehen. Ich bin müde. Bam, da war er. Bei 20 Minuten Aufnahme knapp. Sind wir noch nass? Nö, sind wir nicht. Schön.
Jetzt kann das Eisen erstmal schön fertig werkeln und dann gucken wir mal. Was machen wir als erstes? Wahrscheinlich die Eisenspitzhacke. Sag mal, Leinzwirn und so weiter haben wir auch noch. Mal gucken. Und dann gucken wir nochmal nach dem Torger Fangzahn. Was war da? Aber da haben wir Silber gebraucht, glaube ich, ne? So, komm, wir reparieren mal. Dann hätte ich gerne Eisenspitzhacke. 10 Eisen, ne? Boah, das ist aber teurer Spaß. Genau, hier brauchen wir Silber. Hirschfell, Glibber, uralte Rinde haben wir. Ich weiß nicht, wie viel Glibber, aber ein bisschen was haben wir. Und hier brauchen wir jeweils 9 Eisen. Das heißt, wir könnten die Eisenspitzhacke 1 höher machen. Und noch die beiden Sachen auf die 4. Haben wir die Eisenspitzhacke aber auch nur auf der 2. Aber wir müssen doch mal in den Sumpf. Es bleibt nichts aus. Guck mal, jetzt hat er heute Nacht wieder nicht weitergemacht, ne? Manchmal hörst du es ja beim Schlafen, da geht es so ein dumm, 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 dumm. Ihr kennt das ja, aber diesmal irgendwie nicht. Aber warte mal, wir hatten ja noch 7 Eisen in der Kiste. Dann haben wir noch 2 Kohle, die können wir gleich mal noch hier noch mit reinbuddern. Gut, dann lasst uns jetzt erstmal die Eisenspitzhacke hochbringen. Was hat es noch gekostet? Kernholz. Eisenspitzhacke auf die 2. Bam. Ich weiß gar nicht. Haltbarkeit 250. Haltbarkeit erhöht sich gar nicht, ne? Die macht nur mehr Schaden. Also gut, kommt auf selber irgendwo raus. Naja, gut, bei den Teergruben nicht. Da hauen wir ja immer nur einmal drauf. Weil es ja der normale Boden ist, aber naja, gut, okay, trotzdem. Nicht verkehrt. So, jetzt brauchen wir noch Eisen und Leinzwirn. Dann kriegen wir die beiden Dinger auf die 4, können uns dann voll und ganz auf den Helm konzentrieren. Aber ich bin wirklich um jeden einzelnen Rüstungspunkt aktuell dankbar. Weil es halt teilweise doch schon ganz schön reinkickt. Was uns da in den Ebenen so erwartet. Wie sieht es hier eisentechnisch aus? 5 Kohle, 7 Eisen wird nicht reichen. 8 Eisen, 9 Kohle wird auch nicht reichen. Ah, ich habe doch noch Kohle einstecken, Mensch. Sechs Stück reicht noch nicht. Dann hauen wir jetzt gleich noch mal ein bisschen Holz in die Kohlenmeiler. Ihr seht, wie schnell es leer ist. 13 Stück habe ich hier. Ach, Manu. Ich finde es halt echt krass, wenn ich überlege, wie viel normales Holz wir gesammelt hatten. Das waren ja hier, weiß ich nicht, bestimmt 7, 8 von diesen kleinen Unterbauten voll. Und nu ist gar nicht mehr viel mit Kohle, mit Holz. Guck mal, hier oben liegt noch was. Die mir wieder irgendwas kaputt gehauen? Nee, das habe ich gemacht für den Abzug. So. Ja, es wird so geil. Gut, 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 gut. Sebo, jetzt gib mir mal hier noch 3 Eisen. Jawohl, dann können wir schon mal das eine auf die 4 bringen. Und dann machen wir uns nächste Folge nochmal einen Sumpf. Anders geht's nicht. So, gepolsterter Brustpanzer. Bitte auf die 4. Dankeschön. Hä? Nein! 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 Warum? Warum? Ach, ich bin so dumm. Wir können das ja aber auch nicht irgendwie wieder zerlegen, ne? Ach, Mann, ich bin so dumm, weil ich habe mich noch gewundert. Ich dachte mir, warum steht denn hier nirgendwo die Stufe? Ach, Mann. Weil wie viel hat denn das jetzt gekostet? Gepolsterter Brustpanzer. 10 Eisen, alter Schwede. Ah, gut, was willst du machen, wenn wir irgendwann mal sterben? Aber eine gepolsterte Rüstung extra. Ach, Mann. Wie dumm, wie dumm. Ach, richtig dumm. Hat halt auch ordentlich Leinenzwirn gekostet. Jetzt müssen wir hier schon direkt wieder Flachs nachschmeißen. Ich glaube, das ist alles Flachs, was wir haben. Wir müssen noch ein bisschen aufheben.
Ja, lass mal die 60 Stück noch da. Komm, wir gehen die mal schnell anpflanzen in der Zeit, wo das Eisen hier noch brutzelt, bevor wir dumm rumwarten. Flug einstecken. Ah, hier wollte ich auch mal noch so einen kleinen Abzug mit dran bauen. Wird auch noch Zeit. So, Werkzeug, da ist er. Dann kann hier das Leinswirren und das Eisen sich fertig machen. Wir hauen den Flachs nochmal auf die Felder. Hoffen ein bisschen, dass die Lochse uns in Ruhe lassen. Jetzt habe ich natürlich keine Moltebeeren einstecken. So, warte mal. Entschuldigung, jetzt fällt es mir gerade ein. Mich hatte jemand gefragt in den Kommentaren. Nicht wundern, ich gehe mal kurz bei Steam rein. Ihr seht das aber nicht. Wie viele Spielstunden ich habe bei Valheim? 275,3. Hatte ich in den Kommentaren. Ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Sorry, ist schon ein paar Tage her. Jetzt fiel es mir aber gerade wieder ein. So, 200. Was habe ich gesagt? 75? Wahnsinn. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wenn wir den schönen Lachs hier anbauen. Wenn wir das Flachs anbauen und das noch nicht fertig ist, flippen die Lochse dann auch aus und hauen wir das schon unfertig kaputt? Oder können die das erst raushauen, wenn das schon fertig ist? Wir müssen das mal beobachten. Ja, hier die Basis in den Ebenen machen wir natürlich auch noch schöner. Aber erstmal mit einer Sache fertig werden, wenn ich mir jetzt hier noch eine Baustelle aufmache, kommen wir gar nicht mehr voran. Sag mal, wie viel haben wir denn noch? Ja, dem etwas leer. Schön, so, das ist alles wieder angebaut hier. Das passt. Hier oben die Felder sind, glaube ich, alle leer, genau. Ja, Loxi, Moxi, lass mal heute mal in Ruhe. Die muss er erstmal verdauen. Wir wollen die ja nicht fett füttern. Die soll ja sportlich aktiv bleiben. Kommt, jetzt lasst uns mal noch schnell die gepolsterte Rüstung aufwerten. Dann machen wir erstmal Schluss an der Stelle dann. Und dann gehen wir bei der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal in den Sumpf. So, jetzt ist hier die... Nee, Kohle hat gepasst. Hier auch. 11 Stück haben wir noch. Sag mal, wir waren nach 30 sammeln. Na gut, Spitzhacke 10, das eine Failding 10 und das, ne? Ja, okay. Also können wir leider nur eins aufrüsten. Wir brauchen noch den Linesman. Sechs Stück gerade mal produziert. Ey, mach mal Lack. Wir brauchen noch einiges mehr. Ach man, ey, warum bin ich so dumm und hab das hergestellt, ne? Gepolsterter Helm könnten wir nach oben kriegen. Komm, dann machen wir den jetzt. Zack. Was kostet dort die Stufe 3? 20 Leidenswirren nochmal, 9 Stück und 10 Eisen. Ist ja auch egal, in welcher Reihenfolge wir es machen. Auf die 4 muss es alle Male. Dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen, Like und Abo nicht vergessen. Und dann sehen wir uns übermorgen 19 Uhr. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.